Kapitel 9 Im Auge des Todes. Es fühlte sich für Kell an, als würden er und Aurora bereits seit Stunden durch die eisigen Weiten des riesigen Berges wandern. Der Hauptgrund hierfür war, dass die beiden bereits seit 6 Stunden unterwegs waren. Die Sonne verschwand bereits hinter dem Horizont und Kell war sich bereits im Klaren darüber, dass sie diese Nacht auf dem Berg verbringen müssten. Zwar fand er den Gedanken nicht unbedingt toll, doch zumindest war die Kälte für ihn kein Problem. Anders als sie es für viele andere Pokémon wäre. Wenn es eines gab, wogegen Team Polar Navatra gewappnet war, war es passend zum Namen Eis. Aber was Kell recht war oder nicht, war ohnehin wieder einmal zweitrangig. Es hat keinen Sinn, heute noch weiterzureisen. Lass uns hier rasten. Es verging nur noch wenig Zeit, bis Aurora die Reise mit diesen Worten unterbrach. Dieses Mal hatte auch Kell kein Problem mit der Entscheidung. Also wollte er ausnahmsweise nicht widersprechen und regte sich auch nicht auf, dass Aurora wieder einmal alleine entschieden hatte. Ein kleiner Felshaufen lag am Wegesrand. Lass uns die Felsen da als Schutz nehmen, damit wir nicht mitten auf dem Weg lagern. Mit seiner derzeitigen Mentalität war Kell beinahe überrascht, als Aurora nicht widersprach. So verließ das Team den Hauptweg und errichtete sich ein kleines Lager neben dem Haufen. Während er versuchte einzuschlafen, betrachtete Kell zum ersten Mal seit Epsilons großem Auftritt den Nachthimmel. Es fiel ihm schwer, wirklich zu realisieren, dass der Nachthimmel immer noch schien, so wie immer zuvor, doch der Mond einfach verschwunden war. Stattdessen befand sich dort, wo einst der Himmelskörper war, ein eigenartiges, regenbogenfarbenes Licht. Was glaubst du, ist dieses Licht? Erst erschrak Kell, als er die Frage hörte, da er voll und ganz erwartet hatte, dass Aurora bereits schlafen würde. Schnell fing er sich jedoch. Keine Ahnung, vielleicht sind es Überreste des Mondlichtes oder irgendetwas in die Richtung. Zumindest spendet es ein wenig Licht, genau wie der Mond selber. Auch wenn sie seine Antwort offensichtlich gehört hatte, bemerkte Kell, wie sehr Aurora in Gedanken versunken war. Hast du schon einmal überlegt, wie der Plot eigentlich aussieht? Ob er irgendeine Form hat? Immer wenn ich mir den Plot vorstelle, sah es beinahe so aus wie dieses Licht dort am Himmel. Was, wenn es der Plot ist, welcher uns Licht spenden will, nachdem Epsilon es raubte? Dieser Gegensatz zwischen dem Maschinenwesen und dieser legendären Macht wirkte für Kell einfach unlogisch nach allem, was er bisher in dieser Welt erlebt hatte. Glaubst du wirklich, dass der Plot gegen Epsilon stehen würde? Offensichtlich hatte er es geschafft, ein noch sensibleres Thema anzusprechen als Monagoras unvergesslichen Blick. Du hast keine Ahnung von dieser Welt. Der Plot ist etwas Gutes. Er würde sich niemals mit Epsilon abgeben. Aber wie erklärst du dir dann diese gar endlose Macht? Woher soll Epsilon die Kraft haben, die Realität zu verändern, wenn nicht von ihm selber? Und wenn der Plot all diese Macht hat, weshalb würde er Epsilon dann nicht stoppen? Es ergibt einfach keinen Sinn. Kell wusste, wieder einmal ergaben seine Argumente Sinn. Vermutlich zu viel, als dass Aurora ihnen mit guten Argumenten gegenübertreten könnte. Doch offensichtlich war ihr Glaube stark genug, damit sie selber glaubte, es nicht nötig zu haben. Genau das will ich rausfinden. Epsilons Kraft sind immerhin Plotholes. Vermutlich hat er einen Weg gefunden, den Plot selber zu umgehen. Und wie will ich herausfinden, um ihn mit diesem Wissen zu stoppen? Diese endlose Euphorie, den Plotkrieger zu stoppen, störte Kell wirklich. Wie glaubte Aurora nur ein Wesen bezwingen zu können, mit der Macht die Realität umzuschreiben? Außerdem sollte er je bei einem derartigen Kampf dabei sein. Könnte er es überhaupt über sich bringen, sich gegen Epsilon zu stellen? Er war der Grund für sein zweites Leben. Aurora hingegen hatte Kell nicht viel gebracht als Zweifel und Stress. Aber andererseits war sie das einzige Pokémon, mit dem er wirklich etwas zu tun hatte, und auch er musste einsehen, dass der Angriff in der Nacht kein Zeichen eines Messias war.
Doch an erster Stelle hoffte er ohnehin, dass es niemals dazu kommen würde. Es gab schließlich so viele Pokémon und so viele stärkere als sie. Weshalb sollte Epsilon sich gerade mit ihrem Team abgeben? Mit diesen Gedanken driftete er langsam ab, in einen recht unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen sah er bereits die Sonne am Horizont hinaufsteigen, während Aurora noch zu schlafen schien. Heute würden sie wohl die Spitze des Eisberges erreichen und hoffentlich ohne große Probleme einen Eisstein finden. Aber es war für Kell nicht wirklich eine Frage. Warum sollte niemand mehr Eissteine liefern, wenn es keine Probleme geben würde? Wie schwerwiegend diese Probleme jedoch waren, konnte er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Es war bloß eine Frage von Minuten, bis auch Aurora aus ihrem Schlaf erwachte. Recht motiviert stellte sie auch Kells Anwesenheit fest. Bist du schon soweit? Dann können wir weiterreisen. Wir müssten die Bergspitze in wenigen Stunden erreichen, dann können wir auch wieder gehen. Über den Gedanken einer Heimkehr war Kell natürlich sehr froh. Über den Rest jedoch eher weniger. Noch weitere Stunden in der eintönigen, ewigen Eislandschaft. Zwar war es etwas anderes als die Dinge, die Kell gewohnt war, aber das änderte nichts daran, wie schnell der Blick auf eine einzige Farbe öde werden konnte. Aber anstatt sich zu beschweren, entschied er sich wortlos, die Reise zu beginnen. Beschweren würde nur Zeit kosten. Erneut übernahm Aurora die Führung, womit sie inzwischen auch Kell überzeugt hatte, dass sie zumindest halbwegs wusste, wohin der Weg gehen sollte. Der Beweis hierfür kam spätestens, als nach rund 2 Stunden ein Weg zur Spitze in Sicht kam. Es war nur noch ein gerader Weg und nichts und niemand hatte sich in den Weg gestellt. Die Konflikte zwischen Kell und Aurora sollten das einzige Hindernis auf diesem Weg bleiben. Zum Glück beider, auch wenn diese Konflikte natürlich problematisch genug waren. Und, war das jetzt so schlimm? Wir sind gleich da, ich entwickle mich, packe eine Gesteine für den Laden ein und gut ist. Siehst du immer noch einen Grund, dich zu beschweren? Der hämische Tonfall in ihrer Stimme missfiel ihrem Gegenüber zwar, doch wieder blieb er bei derselben Devise. Beschweren würde nur Zeit kosten und jede weitere Minute auf diesem Berg war eine verschwendete. Und ich habe sogar noch eine gute Nachricht für dich. Von der Spitze gibt es einen Tunnel, der nur 2 Stunden an den Fuß des Berges führt. Von unten ist er unnutzbar, bevor du dich beschwerst. Jede weitere Minute auf diesem Berg war verschwendet. Eine Abkürzung würde diese Verschwendung minimieren. Es war aber auch nur fair, dass einmal im Leben alles für Kell funktionieren sollte. Also folgte das Team dem Weg, als Aurora noch einmal begann zu sprechen. Ach, Kell. Was willst du? Naja, ich weiß ja selber, dass ich nicht wirklich nett bin. Auch wenn du bei manchen Sachen, die du sagst, das schon verdienst, aber trotzdem habe ich zumindest über das nachgedacht, was du mir vor dem letzten Plothole gesagt hast und naja, vielleicht hast du recht damit, dass ich etwas zu oft für uns beide spreche. Du bist komplett neu in dieser Welt und redest nicht wirklich oft, deswegen habe ich einfach damit begonnen, so ungefähr mit dem Gedanken, dass du ohnehin nicht für dich selbst sprechen willst, aber ich werde zumindest versuchen, damit aufzuhören, okay? Kells vergangene Erinnerung kam wieder in ihm auf. Konnten Pokémon und Menschen sich wirklich so stark unterscheiden? Er konnte nicht glauben, dass Aurora Fehler tatsächlich einsah und sich entschuldigte. Es war gegen alles, was Kell kannte. Verständnis war keine echte Charaktereigenschaft. Zumindest in seinen Augen. Doch trotz dieses Gefühls, trotz seiner schrecklichen Erfahrungen, wollte er zumindest versuchen, die Hoffnung zu wahren. Vielleicht war es ja doch keine Lüge. So erreichten beide Pokémon die Spitze des Eisberges. Eine kleine Höhle befand sich an diesem Ort. Bereits von weitem konnten beide die schier endlose Masse an Elementsteinen sehen, welche die Wände der Höhle verzierten. Beide betraten dieses Naturwunder voller Begeisterung, komplett ignorant gegenüber einer möglichen Gefahr, doch gleichzeitig im Gedanken, dass wahrlich bedrohliche Wesen sich nicht an einem derart abgelegenen Ort aufhalten würden. Und sofort sollte dieser Leichtsinn bestraft werden, als ein riesiger Eiszapfen von der Decke stürzte und beide nur knapp verfehlte.
Ernst wurde die Lage jedoch, als aus dem Loch, welches er in der Decke hinterließ, drei Wesen hinabstiegen. Zwei der Wesen waren Team Polar-Navatra bereits bekannt. Eines von ihnen war Mashadow, der Plotdiener, welchen sie bereits bekämpften. Das unbekannte Wesen wirkte deutlich stärker als er. Er war eine Art riesiger, rosa-roter Drache. Aber das Wesen im Zentrum blieb die größte Bedrohung. Und beide Lia-Kämpfer wussten sofort, weshalb niemand Eissteine lieferte. Epsilon. Zwei gewöhnliche Pokémon dringen ein in einen Ort wie diesen. Was euch treibt, liegt außerhalb meines Horizontes. Dennoch, Mashadow und Dynalos, ihr könnt gehen. Diese beiden stellen keine Bedrohung für uns dar. Ich kümmere mich schnell um sie. Mashadow und das zweite Pokémon, welches offensichtlich den Namen Endynalos trug, verschwanden wie im Nichts und ließen Team Polar-Navatra alleine mit dem Plotkrieger zurück. So, Team Polar-Navatra. Der Schock aus Auroras Stimme war eindeutig zu hören. Woher kennst du uns? Woher weißt du, wer wir sind? Ein mechanisches Lachen erklang. Euch ist meine wahre Kraft nicht bewusst. Ich kenne jedes Wesen, welches diese Länder bereist. Der Plot regiert sie alle und somit muss ich wissen, über wen ich zu richten habe. Doch ich denke nicht, dass ich euch wahrlich eine Erklärung schulde und noch weniger, dass sie jemandem helfen wird. Denn dieser Ort war euch normalen Sterblichen verboten worden. Ihr werdet eine Strafe für euer Vergehen erhalten müssen. Und der Richter dieser Strafe werde ich sein. Ein lautes Donnern ertönte, als Epsilon sein Schwert gen Himmel richtete. Ein Schaudern durchfuhr Kell. Hier konnte er nicht bleiben, nicht solange Epsilon anwesend war. Er bemerkte, dass Aurora zur Seite sprang, direkt an eine Wand der Höhle, während Eiszapfen erneut an der Decke wuchsen. Und ganz wie sie es geplant hatte, kam Aurora in Berührung mit der Wand, berührte sie auch einen der Eissteine. Den Entwicklungsstein, welcher sie stärker machen konnte als je zuvor. Epsilons Aufmerksamkeit wurde sofort auf das grelle Licht gelenkt, welches von Aurora ausging. Ihr großer Moment war nun gekommen. Das Licht verebbte und aus dem kleinen Fuchs war ein elegantes und starkes Vulnona geworden. Mit ihrer neuen Kraft fand Aurora auch neue Zuversicht. Epsilon, wir werden dich besiegen, egal was du von uns denkst. Mach dich bereit. All dieser Enthusiasmus schwand jedoch in dem Moment, in welchem Epsilon erneut sprach. Es ist mutig von dir, in einem Majestätsplural zu sprechen, denn doch stehst du mir alleine gegenüber. Auroras verwirrte Blicke zeigten ihr, was Epsilon meinte. Während beide anderen Wesen abgelenkt waren, hatte Kell den Moment genutzt. Er war nicht für diesen Kampf geblieben, sondern hatte sich zurückgezogen. Wohin? Das wusste Aurora nicht. Sie wusste nur, dass er sie in dieser Situation, in dieser tödlichen Gefahr, alleine zurückließ. Wieder erschallte das mechanische Lachen. In diesem Moment muss ich tatsächlich Mitleid für dich verspüren. Du ließ dich mit Wesen ein, welche schwach in Geist und Willen sind. Immer um dich herum wollen mitreden, mitbestimmen. Doch wenn es wahrlich darauf ankommt, wenn die größte Gefahr besteht, in diesen Momenten, in diesem Moment lässt er dich alleine. Kell hat nicht deine Kraft, egal ob nun entwickelt oder nicht. Es ist nicht die physische Kraft, welche einen stark macht. Doch nun, so von Angesicht zu Angesicht. Aurora,
lass mich dir ein Angebot machen. Viele sind bereits dem Ruf der Wahrheit gefolgt. Viele preisen den Plot als das Höchste dieser Welt. Sie gehorchen ihm und werden hierfür belohnt. Du hast die Stärke, welche wahrlich zählt. Entschlossenheit. Tritt meiner Seite bei. Kämpfe für den Plot und du wirst in einer Welt leben dürfen. Bereinigt von Verrätern und Tyrannen. Aurora, werde eine Plotkämpferin.